Hallo. 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 Zu welchem Lied habt ihr beim Tanz getanzt? Wir tanzen zu 194 Ländern von Mark Forster. Okay. Wieso habt ihr dieses Projekt denn gewählt? Weil uns das Tanzen Spaß macht und wir tanzen wollten. Okay. Zu wie vielen Tänzen habt ihr bisher getanzt? Zu einem, wir tanzen auch nur ein Lied quasi. Okay. Und meine letzte Frage wäre, durftet ihr auch eure eigenen Ideen schon mal hinzufügen? Ja, durften wir. Also wir durften, zwischendurch waren so leere Stellen in einer Choreo, die wir uns vorher, oder unsere Trainer sich vorher ausgesucht haben. Und da waren halt einige Tänze oder einige Schritte zu schwer. Mhm. Und da haben wir das dann halt vereinfacht für uns. Okay. Könnt ihr uns sagen, dieses 1, 2, 3, diese Taktrhythmus, wie das da mit ist? Also wir haben ja einen Achteltakt in dem Song. Also wir haben 8 Takte, 8 Schritte in einem Takt. Und dazu haben wir zu jedem Takt oder alle 2 Takte einen neuen Schritt. Und dann ist das einfacher, sich daran zu koordinieren, wann man was machen muss. Okay, danke schön. Ja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay. Los. Hi. Warum haben Sie sich für das Projekt Tanzen entschieden? Ja, wir haben uns für das Projekt Tanzen entschieden, weil ich in meiner Freizeit auch Tanztrainerin bin. Und genau, mir Tanzen deshalb ganz gut liegt. Und Frau Brandt war dann so nett und hat sich angeschlossen. Und deswegen wollten wir es ganz gerne anbieten. Okay. Zweite Frage. Was macht Ihnen Spaß am Tanzen mit den Schülern? Ja, es macht einfach generell viel Spaß, wie alle mitmachen. Sie lassen sich gut begeistern, bringen auch viele neue Tanzschritte mit ein und haben generell viel Spaß daran. Okay. Dritte Frage, wer hat den Song ausgesucht, den Sie tanzen? Ja, das waren wir eigentlich gemeinsam. Wir haben auf die Projektwoche geguckt und uns gefragt, was wohl am besten passen würde und sind dann direkt auf das Lied gekommen, weil es ja auch relativ bekannt ist. Alles klar. Und einmal die letzte Frage, was haben Sie mit den Schülern am Tag der offenen Tür vor? Ja, wenn alles klappt, werden wir vielleicht 2 oder 3 Mal auftreten und vielleicht auch sogar mit der Musikgruppe von Frau Schwedz, die werden vielleicht zu dem Lied von Mark Forster, was wir auch tanzen, dazu singen und das werden wir dann eben tänzerisch begleiten. Mal schauen, ob das klappt. Okay. Dankeschön. Alles klar.